Wollen wir noch eine fliegen? Ich glaube, Philo ist sauer, wenn du den kaputt machst. Ich mache ihn nicht kaputt. Oh mein Gott, Digga. Oh mein Gott. Okay, das war no so joke, klar. Alter, fick. Bist du bereit, ein paar Köpfe einzuschooten? Ich sag dir ehrlich, wenn wir heute Nacht nicht in mindestens 2-3 Rust-Highlight-Compilations landen, dann haben wir was falsch gemacht. Sehe ich ebenso, gleich so, falls so, gleich so. Wir sind gleich da. Und noch gesund und kugelrund. Wo ist die Base von Papa Platte nochmal? Wir sind gleich drin, ne? Bei der Gasstation, genau neben der Gasstation. Du bist mein Chef und ich bin ein treuer Begleiter. Ein kleiner Chihuahua, wenn man so mag. Clef, Clef. Ja, der Heli ist halt eigentlich nur ein Nutzgegenstand für die Oil Rig, ne? Ich hoffe, Hanky fuckt uns nicht wieder ab. Das wäre wirklich nervig. Wenn er mich nochmal so wegmacht, kreische ich. Ich werde das genau wieder so spielen wie beim letzten Mal, aber diesmal setze ich mich in eine andere Ecke, damit er es nicht predikten kann. Weißt du, was wir machen könnten? Wir könnten über Papa Plattes Base fliegen und dann kannst du Nebelnik ein Wörtchen wechseln. Ich spiele einfach nur Flöte. So, hier müssen wir hin jetzt, die rote Karte holen. Das ist halt so auffällig, Bro. Okay, Zabex, pass auf, hör mir zu. Ja. Du musst das jetzt machen. Das kann ich nicht. Ich kann ja den Heli jetzt hier nur oben... Du musst das! Nein, wir verstecken ihn irgendwo. Ich mach das nicht allein, wirklich, Philo. Wirklich. Dann verstecken wir ihn. Wir wissen beide, dass es nicht gut geht. Du musst mir mehr beibringen vorher. Ich sag dir nur ehrlich, ich kann meine eigenen Fähigkeiten einschätzen. Ich kann meine eigenen Fähigkeiten einschätzen und ich traue mir das nicht zu. Verstehst du das? Wo wollen wir den denn verstecken, Mensch? Müssen die Mission 2 Leute machen oder kann ich hier campen? Du kannst hier campen, ich mach alleine, alles gut. Gut, dann mache ich das, was ich am besten kann. Und zwar mich in irgendeine Ecke setzen. Ich setze mich jetzt einfach hier in die Ecke und mache mir ein Kippchen an. Ne? Wenn jemand in den Heli steigt, schieße ich dem in die Rübe. Sag ich, wie es ist. Hier sind welche. Woher weißt du das? Grün. Komm mit. Oh nein. Können wir nicht einfach abhauen? Und wenn es Marco ist, dann kotze ich in meinen Arsch, weil der wird uns bamsen. Ich würde mir in den Hals furzen. Ich meine es ernst, hier sind welche. Ich meine es todesernst. Meinst du, die sind unten in den Tunneln oder so eine Scheiße? Die können aber noch nicht weit sein. Die können legit noch nicht weit sein. Ich hab so massive Blähungen, Bro. Alter. Lass alles raus. Bis jetzt ist noch alles easy. Ich gebe zu, ich bin ein bisschen nervös. Bist du das Zabex da draußen am... Yes, sir. ...Schmuckboggeln? Okay. Wir müssen jetzt gleich rennen. Nicht gut. Gar nicht gut. Absolut nicht gut, wenn hier andere sind. Da muss ich wirklich kreischen. Ich glaube, das ist Philo, der da so rumhüpft. Ich würde einfach mal hier stehen bleiben. Oh nein. Das ist nicht Philo. Bro, ich habe überhaupt nichts. Ah, what do we got over here? Alter, mir geht einer flöten, wirklich. Er hat seine Flöte wieder. Big F, Big F. Yo! Papa Platte, der kleine Kek. Sag, mein Süßer? Ja? Hast du die Red Card? Hatte er die? Das weiß ich nicht. Ey, wenn das Nebelnik ist, dann kannst du dich krechen. Du wolltest was von dem. Ey, weißt du, wie geil sich das gerade angefühlt hat? Weißt du, wie geil sich das anfühlt? Hab ich mich erschrocken, meine Fresse. Aber du wolltest doch gar keine Rache von Kevin. Du wolltest Ich wollte das ganze Team. Er hat sich kaputt gelacht. Die anderen beiden kommen noch. Mission 1 von 3 abgeschlossen. Die waren... Die kleinen Schlawiner. Vorsicht, ne? Die sind hier safe noch. Mir geht wirklich einer flöten. Und weißt du, was noch geiler war? Dass er richtig auf dem Boden gelegen und gefleht hat. Wo ist denn die Base? Bei der Gazi. Hier, ich seh nichts. War da. Da, die Big One. Flieg rüber mit der Flöte. Wollen wir drauf landen? Nein. Doch, ich glaub schon. Da ist er doch! Holla! Ich singe euch mal ein Flötenlied! Sind hier die Kisten oben? Ja. Ja, Kisten sind oben. Du springst schnell ab, lootest die. Wer hier auch immer ist, unterlasst uns. Spring. Aua. Mach hin.
Sorry. Oh Gott. Oh. Abfahrt, Junge. Hade. Das war geil. Eine geile Operation. Digga, fühlt sich das geil an! Ich singe euch mein Koboldlied. Philo, verschwinde, verschwinde! Ich singe euch mein Koboldlied. Ich liebe euch als Menschen. Wenn ich euch später wegschütte, muss ich dabei an euch denken. Tschüss! Hier sind ganz viele neue Leute auf dem Server. Frischfleisch. Darf ich mal ganz kurz fragen, ob wir noch Äxte haben? Weil Murat muss ja irgendwie auch fahren können, oder? Ich glaube, wir haben noch keine Äxte mehr und ich. Wieso will keiner den haben? Wir sind irrelevant. Warte, noch nicht rausnehmen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Er nimmt halt raus. Welcher kleine Warte, Witzer, hier, komm her, Philo, guck. Sarbex. Sorry, ich war gierig, guck. Pass auf. Wir haben das. Oh wir mein haben Gott. Das, wir haben das. Murat. Wir haben das. Und wir haben das. Okay, let's go. Oh mein Gott. Da sind fünf bewaffnete, starke Männer vor unserer Base. Fünf bewaffnete, starke Männer sind einfach vor unserer Base. Warum sind da fünf bewaffnete, starke Männer vor unserer Base? Das frage ich mich auch tatsächlich. Das ist Perik, die Campersau. Perfekt. Der ist hier über mir an der Tür. Ich sehe seinen Schatten. Der ist über mir an der Tür. Ihr müsstet echt mal rauskommen, Jungs. Aber Vorsicht, die sind wahrscheinlich an allen Öffnungen. Geh ruhig raus. Meint ihr wirklich? Elf, komm raus. Hältst du uns dann wieder deine Shotgun in den Rachen wie bei Train Station, wo du auf die Leute gewartet hast? Null. La la la! Hier sind zwei Leichen. Wahrscheinlich Full Spell. Komm rein. Hat einer von euch geschossen? Nein. Kannst du mal oben eine Tür aufmachen? Geh mal oben naked raus, komplett naked. Oh, Digga. Blöd, wenn die Tür aufsteht, sind die halt drin, ne? Wenn die mich killen, ich die nicht zumachen kann, das ist dir bewusst. That's dead, let's go. Finish beide. What up? Weg damit. Let's go, boys, GG. Wieso bist du so scheiße gut in dem Game, Bro? Digga, du hast ja komplett alleine gevibed. Das ist ja geistig. Das ist das, was Perik kriegt für diese ekelhafte Rumgecamperei. No joke, ey. Digga. Das ist halt ekelhaft. Digga, Philo, du hast sie so lang gemacht. Ich wusste nicht mal, wo oben und unten ist. Ich war wirklich komplett useless in dem Fight. Aber ich werde mir gleich tagsüber die Base nochmal angucken und nächstes Mal bin ich an deiner Seite. Aber du hast sie halt, no joke, so outplayed, Digga. Da ist mir wirklich Let's beim go. Zugucken einer flöten gegangen. Wirklich, ich habe mich eingecremt. Danke, Bro. Alter, okay, wir sind Junge, set for life. Unsere Base ist so geil. Digga, wie sick hast du das? Ey, Jungs, jetzt mal Real Talk, wie sick hat er das gespielt? Ich wusste halt legit nichts, was abgeht. Ich wusste nicht mal, welche Tür ich aufmachen musste, um rauszukommen. So verwirrt war ich. Lass zum Strand runter und nochmal ein bisschen auf Reapers shitten. Oh, stimmt, die haben ihre Base hier. Oh, fuck, ey. Was passiert, wenn der Server jetzt offline geht und wir sleepen? Dürfen die uns looten? Ich glaub nicht, oder? Wohl, in der Zone glaube ich schon. Ja, ich glaube schon. Oh, die Jungs haben Progress gemacht. Ich sag, wie es ist. Wir aber auch, Digga, wir auch. Habt ihr mir eine Hanky. Ey. Ey, der Witzka. Philo, wir stellen hier einen Shitcheck hin. Ich crafte gerade alles, um eine 1x1 zu bauen. Jo, ich stell hin den Scheiß. Die treffen ja gar nichts, hä? Ja, ist ja wack.
2 Minuten, komm, Philo. Wir setzen hier auf Schlafsäcke. Lol. Okay. Wir sind auf jeden Fall safe. Ja, Freunde. Alter. Das war aber richtig close. Alles klar, Jungs. Für mich reicht heute auch wirklich. Diesmal Punkt 1. Heidewitzka.